liebe Zuschauer, lieber Thomas, Freibad war das Stichwort. Ich bin hier mit der Chiara im Stadtbad in Landshut. Hier wird auch am Wochenende wieder einiges los sein. Ein paar Tipps habe ich für Sie, wohin Sie ausweichen können. Am Sonntag ist Oldtimer-Treffen in Reisbach. Es gibt eine Führung durch das Kühle Skulpturenmuseum mit der Dauerausstellung Fritz König. Und das 60. Hans-Lux-Bergturnfest in Altfraunhofen gibt es auch noch. Aber jetzt kommt wirklich, wo was los ist. Wo was los ist? Im Glasparadies Joska in Bodenmais sind noch bis zum 5. Juli die Kartoffelwochen. Das wunderbare Ambiente des Restaurants lädt zum Schlemmen und Genießen ein. Der Chefkoch empfiehlt Ofenkartoffeln mit Sauerrahm, Schupfnudeln mit Kraut sowie Speckkartoffeln mit Reiberdatschi. Sollten Sie sich in Bodenmais ein oder zwei Kartoffelchen zu viel genehmigt haben, dann radeln Sie diese doch gleich wieder runter. Am besten bei der zweiten Landshuter Radelnacht. Beim Startschuss zur Aktion Stadtradeln wird schon ab 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm in der Altstadt mit Einradschau, Fundräderversteigerung und Slowbiking-Wettbewerb geboten. Ist Ihnen beim Radeln die Luft weggeblieben, empfiehlt sich vielleicht ein Besuch beim Lungentag im Klinikum Landshut am Samstag. Dreh- und Angelpunkt für die Besucher ist dabei eine begehbare, überdimensionierte Lunge. Festlich wird es im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Burgfest der Landshuter Hochzeit. Im historischen Ambiente der Burg Trausnitz können Sie von Donnerstag bis Samstag das Mittelalter aufleben lassen, mit Konzerten, Gauklern, Jongleuren und Schwertkämpfern. Feierlich geht's am Sonntag auch in Mainburg zu. Zum runden Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr werden am Festsonntag 105 Gruppen und Vereine mit ca. 1700 Mitwirkenden in der Hopfenstadt erwartet. Das Kulturmobil des Bezirks Niederbayern macht natürlich auch diese Woche wieder Halt im Sendegebiet. Am Freitag können Sie das Open-Air-Theater in Weil-Michel vor der Stangelmeierhalle und am Sonntag in Menkhofen vor der Grund- und Mittelschule Eitrachtal besuchen. So, ich habe mich trotz der tollen Veranstaltungen entschieden, lieber im Schatten hier im Stadtbad zu bleiben. Und wer mir dabei Gesellschaft leisten will, für den habe ich noch zwei Karten zur Verlosung. Einfach Ihr schönstes Sommerbild an gewinnspiel@isa-tv.com schicken. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Servus!